So, okay, dann schauen wir uns mal in Schimmeltown so ein bisschen um. Besonders, was wir hier an Zaubernis kaufen können. Wie können wir uns schon Vigra kaufen? Wir waren in einem Dungeon, Alter. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Bro, so. Wir waren in einem einzigen Dungeon bisher. Dann können wir noch dich. Sind wir schon drei Viertel durchs Spiel durch, Alter? Seid Pro, einfach nur. Utotoko, danke für deinen Sub und deine 8 Monate Treue. Ich habe den neuen Ratchet & Clank Trailer noch nicht gesehen. Ich möchte mir, glaube ich, auch gar nicht angucken, weil ich weiß, dass ich, dass ich mir das Spiel kaufe. Und sofern das nicht irgendwie für ein Reaction-Video wichtig ist oder aus Versehen bei irgendwelchen E3-Konferenzen läuft, möchte ich mir eigentlich keine Trailer mehr angucken. So, jetzt der Witz der Sache natürlich. Hole ich mir Vigra oder Heilra? Weil wenn ich heilen muss, muss ich eh meistens die ganze Gruppe heilen bisher. Vigra und Heilra, aber so viel Geld habe ich nicht. Na gut, ausnahmsweise. So. Aber ich möchte Dead Ear haben. Was soll ich mir sonst kaufen, Alter? Was ist das für ein Beam? Okay, das ist ziemlich cool. Ich glaube, hier nehme ich Folger, Beam und Foul. Oder? Toxicum klingt irgendwie useless. Ich meine, ich kehre about Beam. Es ist halt, es ist schon, you know, wenn ich es mir sparen kann, einfach in 98 Kämpfe reinzulaufen, wenn ich aus dem Dungeon rauslaufe, ist das halt echt ein richtig gutes Argument, würde ich sagen. Kann ich noch nicht, warum kann ich den noch nicht anwenden? Ach, das ist Magus, nicht Magier. Oh, okay. Ja, cool. Dann ist es ja auch egal, erstmal. Dann können wir es ja erstmal lassen, anscheinend. Kann ich mir irgendwo die Stats angucken? So, halt, wenn das jetzt nur so ein STR ab ist, dann würde ich mir das nicht kaufen, ehrlich gesagt. Schade, ich dachte, man könnte da rein. Einfach ein bisschen Ruine angucken. Ratet mal, was wir gleich ergrinden werden. Ratet mal, was wir fucking gleich ergrinden werden. Zumindest davon können wir zwei nehmen, glaube ich. Das scheint ja relativ praktisch zu sein. Und sind wir pleite einfach. Sehr gut. Warte, was du nicht brauchen wirst, weil du es gleich hinterhergeworfen bekommst. Geld? Die Erde ist am Verfaulen. Das sind die Untaten dieses bösen Vampirs, der in der Terrahöhle haust. Nur weil er den natürlichen Energiefluss der Erde stört, ist aus dieser einst blühenden Stadt ein so trostloser Ort geworden. Ich bitte euch, vernichtet ihn! Südlich dieser Stadt ist... Auf der Halbinsel, die hier in der Gegend besser als die Zunge des Teufels bekannt ist, findet ihr die Terrahöhle. Früher gedeihten unsere Feldfrüchte dort am besten. Mittlerweile ist dieser Ort völlig verkommen.
Okay, wir müssen also nach Süden auf die Halbinsel und da den Dude killen. Der Riese, der in der Höhle lebt, frisst gerne Steine, habe ich mir sagen lassen. Eine besondere Vorliebe von ihm sind wohl Edelsteine. Oh, da wohnt ein Gorone, ich verstehe. Ich bin Wissenschaftler und arbeite hauptberuflich als Genie. Ihr habt sicher bereits von meinem Namen gehört. Nicht? Oh, sowas von ignorant. Dosli, du musst nur in eine Richtung laufen, Alter. Komm schon. Danke. Das ist it. Oh mein Gott. Au. Oh. So. Geh doch, Alter. Ah. Okay. Muss ich nach hier? Ist das mein Ziel? Oder muss ich... Nee, das ist das, oder? Hier müssen wir hin. Südwesten. Okay. Also doch irgendwie irgendwas hier. Ja, wir finden das schon. Es gab aber eine Ebene im Zusatzstand, wo genau das Gimmick sein wird. Drei NPCs, die im Weg rumstehen. Uff. Oh fuck, warte. Ich sollte vielleicht ganz fix nochmal in ein Dings gehen. In ein Hotel, you know? Macht vielleicht Sinn. Außerdem möchte ich sehen, wie Feuer aussieht. Ballert einfach alles weg, Bruder. Ja, geht. Kann man machen. Ich weiß, dass das also die Spinnweben, Alter. Damn, mega gut. So, InFace wants to work with you. Brand new product, InFace Hair Removal. Bitch! Wenn, dann hätte ich gerne das Gegenteil. Was für ein Hair Removal. Haarentfernung. Ich hab's seit Ewigkeit nicht mehr gespeichert, Mann. Halt jetzt ab. Wo will ich mir denn Haare entfernen lassen? Ich bin froh, wenn ich Haare noch habe, ehrlich gesagt. Können wir das Gegenteil machen, dass wir hier einfach so ein bisschen ausfüllen wieder? So, keine Ahnung, so, dass hier so ein bisschen mehr ist und ich mir keine Sorgen machen muss, dass mir die Haare ausfallen. Das fände ich viel cooler, ehrlich gesagt. Ich weiß es, dass es Alter ist, aber man kann doch verzweifelt noch daran hängen, dass es nicht so ist. Das wachsen. Ich will ja, aber mein Körper ist so, ne. Mein Körper ist so, let's go. Alles weg, was keine Miete zahlt. Und dann rip, I guess. Ist das die Höhle, in die ich rein muss? Boah, ey, das Kampfsystem ist super nervig. Also, Bro, wirklich. Also, liebe das Spiel.
Versteh mich nicht falsch, aber meine Güte, ich möchte echt gerne mal 3 Schritte gehen, ohne so in den Kampf verwickelt zu werden. Ah, hier ist die Terra-Höhle, sehr gut. Dungeon Nummer 2 und wir haben bereits Folgar und Vigra und alle anderen Gar-Zauber. Was ist los, Brudi? Viagra hätten wir gerne. Hey, Mr. Timmy, was geht ab? Speeden wir mal durch. Oh, nice, es geht. Cool. 1900 Gil, Alter. Das hat sich gelohnt. Seit wann will man mehr Gegner sich? Da, wenn du grinden möchtest, sind mehr Gegner immer gut. Aber sich halt einfach irgendwelche Accessoires anzulegen, die die Encounter Rate verdoppeln. Ohne zu lesen, was sie tun. Schon nicht so der Poggers-Move, muss ich sagen. I want to die. Wenn ich halt immer mehr als 3 Gegner sehe, denke ich mir so. Erstmal den Link-Move machen, einfach keine Energie mehr haben. Morgen um 19.30 Uhr ein Zoom-Meeting. Einfach sagen, kommst nicht. Einfach direkt schon mal sämtlichen Wind aus den Segeln nehmen und sagen, nee, machen kein Zoom-Meeting. Ach, heute auch noch? Na, erst recht nicht. Erst recht sagen so, weißt du, nö. So, 5 Minuten vorher brauchst du auch nicht ankommen und ein Meeting einberufen. Da 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 da. Ach so, ich dachte, er greift an und hab mich gewundert, warum er nichts tut. Oh, ey. Come on, lass mich doch wenigstens die Musik genießen.
Brilliant! Ey, ich bin öfter im Kampfbildschirm am Fliehen, als dass ich irgendwas anderes mache. Was ist denn da los? Come on, Brudi! Bro, was soll das? Glaub's euch nicht, ey. Okay, leck mich, Alter. Das ist doch nicht euer Ernst, ey. Dude. Ich war wirklich so. Ich glaube, Äther brauche ich noch nicht, oder? Nee, das geht noch ein bisschen. Ey, hä? Was soll das? Ist das... Bin ich gerade ernsthaft auf... Ist da irgendwie... Okay, langsam habe ich nicht das Gefühl, dass das mehr Random Encounter ist, Mann. Will ich doch meinen, Alter. Das ist doch 100% Encounter Rate hier. Du gehst den falschen Weg. Okay, wenn ich nach unten gehe, passiert das nicht mehr. Oh mein Gott. Okay, weißt du, fuck it, Alter. Das ist mir halt echt zu blöde, Mann. So, Friend. Wie wär's mit ein bisschen Vigra auf dir und auf dir? Perfekt. Quest for Booty gab's mal gratis nach einem Security Breach im PSN. Das wusste ich nicht. Vielleicht besitze ich dann sogar. Nee, ich glaube, du konntest dir ein Spiel aussuchen, ich habe Infamous 2 genommen. Weil ich mir dachte, Ratchet & Clank, was für ein Shit, Alter. Was für ein Shit, okay? Dümmstes Kackspiel ever. Als ob ich solche dummen Kinderspiele spiele. Ich saß da und dachte mir so, nee, sehe ich aus, als ob ich fucking 5 wäre, dass ich mir so ein Spiel kaufe? Ich hole mir ein Spiel für echte Männer und hab mir Infamous 2 geholt. Ah, los geht's. Okay, ich habe gelernt, da ist richtig doof, also gehen wir da einfach nicht hin. Wie sieht's denn hier oben aus? Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Oh, ich hasse euch alle. Anaconda. Cue Nicki Minaj Musik. Ich meine, glücklicherweise besitze ich Xenogears Parasite Eve 1 und Chrono Cross als Disc-Version, daher muss ich mir die eigentlich nicht kaufen. Nichtsdestotrotz, wäre, glaube ich, gar nicht so doof, TBH. Ich kann keinen Folger mehr casten, was für ein Quatsch. Ich muss eigentlich nochmal aus dem Dungeon raus und in ein Inn gehen. Ich kam halt nicht weit, einfach. Ich kam halt legit einfach nur um die fucking Ecke und war tot, so. Kann ich die nicht angreifen? Ach stimmt, wir sind auf der Weltkarte, da kann ich ein Zelt nehmen, ne? Du hast recht, das hab ich gar nicht dran gedacht. Keine gecrackte PS1 dafür. Muss man die noch cracken? Spielt die PS3 die nicht einfach so ab, wenn du einen US-Account hast?
Warum hat Björn nur 118 MP? Ist das Zelt einfach scheiße? Kann das sein? Wack.